Servus und hallo. Heute machen wir eine Pizza, aber wir machen sie ohne Boden. Bei mir muss es ab und zu mal sehr schnell gehen, deshalb ist die Pizza ohne Boden. Dadurch auch geeignet für Leute, die sich ohne Kohlenhydrate ernähren. Es ist sehr schnell zubereitet und ich finde, es ist echt ein super schnelles Mittagessen, wenn es mal schnell gehen muss. Für die Pizza nehme ich heute Frischkäse, eine Zwiebel, Pizzagewürz, eine Paprika, geriebenen Käse, drei Eier, Salz, Pfeffer und Salami. Was ihr in die Pizza machen möchtet, ist eigentlich egal. Also ihr könntet jetzt auch zum Beispiel mit Thunfisch eine Pizza machen oder vegetarisch mit nur Gemüse oder mit Schinken oder gemischt mit Schinken und Salami. Also das könnt ihr machen, wie ihr das gerne hättet. Bei uns gibt es eben heute Salami mit Paprika und Zwiebeln und ich beginne jetzt mal meine Salami klein zu schneiden. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch dann ins Rezept. Den Backofen heize ich übrigens gerade schon vor auf 200 Grad Ober-Unterhitze. So, meine Salami ist schon klein geschnitten, gebe ich mir jetzt in eine Schüssel rein. Zwiebel schäle ich mir. Und dann mache ich mir gleich noch das Kerngehäuse von der Paprika raus. Die Paprika ist übrigens schon gewaschen. Die Grundzutaten sind eigentlich der geriebene Käse, Salz, Pfeffer, die Eier, der Frischkäse und Pizzagewürz. Das sind die Grundzutaten und was ihr dann dazu gebt, das ist euch überlassen. Paprika schneide ich mir in kleine Würfel. Und das ist echt ein super schnelles Mittagessen. Einen grünen Salat dazu zum Beispiel noch und schon habt ihr ein wunderbares Mittagessen. Ist natürlich jetzt nicht mit einer normalen Pizza zu vergleichen, aber durchaus eine gute Alternative. Und wie gesagt, wenn sich jemand kohlenhydratarm ernähren möchte, für den ist die natürlich super geeignet. Die gebe ich auch schon mal in meine Schüssel. Und jetzt schneiden wir uns noch die Zwiebeln. Die Zwiebeln schneide ich mir in feine Scheiben. Und dann halbiere ich mir die nochmal. Und dann ist die Zwiebel auch schon fertig. Kommen die restlichen Zutaten dazu, mein Frischkäse, Pizzagewürz, den geriebenen Käse. Beim geriebenen Käse könnt ihr übrigens auch entscheiden, was ihr mal nehmen möchtet. Ob ihr da jetzt Gouda nehmen wollt oder Mozzarella oder Emmentaler. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ich habe jetzt Gouda. Jetzt kommt noch eine Prise Salz dazu. Und Pfeffer. Natürlich noch unsere Eier. Jetzt vermischen wir das Ganze. Und wenn das Ganze schön durchgemischt ist, geben wir das auf unser Backblech. Und jetzt geht unsere Pizza für 30 bis 35 Minuten in den Backofen bei 200 Grad. Meine Pizza ist nun fertig, so schaut sie jetzt aus. Wir werden uns die jetzt schmecken lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal
Und wenn ihr auf die Glocke drückt, werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Servus!